Sieh zu, Junge! Ein wunderschöner, wunderschöner Kuhlakuma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 lak
GTA-Videos, Barty-Videos, ist eigentlich auch scheißegal, zwei Videos von den Losers geschaut hat, der weiß direkt, wie salzig ihr beiden Sackfressen seid. Ja. Und dementsprechend auch meine nächste Frage. Danke für deinen Support! Wie viel Salz der Ziegelmann ist mit dir! Ein Erwachsener, 90 Kilogramm wiegt, tödlich. Also Digga, bei Einnahmen. Digga, was ist für ein Nerdquiz, Alter? Wo kommen die Gaming-Fragen hier, Alter? Wie viel Salz am Tag ist mindestens... Digga, das sind Fragen über euch, du mieses Stück Scheiße, Alter. Wenn ihr besser spielen würdet, hätte ich auch bessere Fragen. A. 40 Gramm. B. 90 Gramm. C. 175 Gramm. Oder D. 450 Gramm. Das wäre so ein Ding, was man richtig geil googeln könnte jetzt eben. Wie viel Salz am Tag ist mindestens für einen Erwachsenen? Wenn du ein dreckiger kleiner 31er bist, kannst du das natürlich machen. Über welchen Zeitraum reden wir denn hier? Davon, dass du an einem Tag so und so viel A bis D Gramm zu dir nimmst, 90 Kilogramm wiegst dann und dann verreckst. Tot. Oder eben nicht. Aber mindestens. Schön auf die Frage gucken. Wie viel ist mindestens nötig? Ich würde eigentlich das andere sagen, aber ich nehme das hier. Ich nehme jetzt... Ich habe C genommen, okay. Aber dachte so, D wird vielleicht ein bisschen zu krass, aber... Deko? Ja. Ich habe mich entschieden für B. B sogar? Ja. Ja, dann ist folgt hier die Auflösung. Einer von euch liegt richtig. Puh, puh, puh. Digga! Zweiter Marvin, Punkt! Marvin, freu dich auf deinen Shake, Digga! Digga, Hauptsache, ich hab so ein Karl, du hast Salz studiert, Alter! Wie weißt du so ein Scheiß? Digga, ja, natürlich, Alter! Ich bin der Meister des Salzes, Alter! Als ob ich das nicht weiß, ey! Ja, genau, also. Ich hab so getan, als müsste ich überlegen, Gramm Alter! Pro Kilogramm das sofort, Körpergewicht ist tödlich! Und dementsprechend 90 Gramm! Genau, also 45 bis 90 Gramm kann schon tödlich sein, 90 ist halt auf jeden Fall. 40 Gramm ist ja zu wenig, dementsprechend, deswegen habe ich gesagt, mindestens. Und es sind mindestens halt 45 bis 90 Gramm sind tödlich, deswegen ist 90 das einzige. Digga, ja? Wir ballern uns beide 100 Gramm Salz in unseren Shake rein. Digga, ich wollte gerade sagen, Alter, damit weiß man jetzt auch, mit welcher Menge Salz man mich umbringen kann, ne? Weil ich wiege 90 Kilo. Digga, 90 Gramm ist ja nichts, Alter. Das sind die Haribos. Deswegen, es ist wichtig, dass... Es ist krass halt, ne? Ja, aber wenn du das eingibst, die Frage, dann kommen halt auch eine Menge Berichte leider über halt... Ja, Unglücke, die da passiert sind, ne? Weil deswegen kein Salzwasser trinken. Ja, ja, das ist unter anderem wohl einer der Gründe, genau. Okay. So, kommen wir zur nächsten Frage. Frage 4. Bleiben wir mal. Warte, wie viele Thema Fragen gibt es insgesamt? Wissen wir das? GTA 10. Jedes hat 10. Okay. Wann wurde die Firma Rockstar Games gegründet? Oh. A. Februar 1997. B. Oktober 2000. D. Dezember 1998 oder D. April 1999. Wann wurde die Firma Rockstar Games gegründet? C. Ich habe schon wieder C. Ich habe auch du? C. Ja, wenn ihr wirklich richtig steht, liegt oder gewählt habt, dann seht ihr, ob das Licht angeht. Ja! Jeweils einen Punkt für beide. Alter. Daddy, Daddy! Boah, ich dachte so, ja, so, also eigentlich passt das ja nicht ganz, ne, aber ich dachte so, ja, Weihnachtsgeschäft oder so, ich war jung, ich war knackig, als ich GTA gezockt habe, es war bestimmt so 97, 98, dachte ich, scheiß drauf, Februar, da hat keiner Bock auf eine Gründung einer Firma, das haben die bestimmt am Ende des Jahres gemacht, deswegen C. Das ist eine absolut logische Schlussfolgerung. Ja, ich habe mal auf Twitch gerade den Emote-Chat aktiviert, weil da Leute natürlich dann auch irgendwie mitschreiben. Ach so, die spammen dann rein oder was? Ja. Genau, wundervoll, sehr geil. Frage Nummer 5. Olak 2023, der Rekord für die meisten gleichzeitig eingeloggten Spieler bei Twitch. Bei Steam, sorry. Boah, das weiß Deko leider, der miese Futz. Also, das ist eine Schätzfrage, ihr Lieben, ne? Das ist eine Schätzfrage. Ja. Boah, ich hab gar keine Ahnung, ey. Der Chat sagt F. Boah. Okay, ich hab mich auch schon festgelegt. Ich auch. Und das wird leider wieder vollkommen falsch sein, ey. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen. Eingeloggte Spieler, nicht spielende Spieler, ne? Ja. Nur eingeloggt in ihren Steam-Account. Okay, dann Gib euch nur 5 Sekunden. Ja. Eingeloggte Spieler in ihrem Account, nicht am Spielen, aber. Ich hab's jetzt um die Hälfte reduziert. Ich hatte vorher 100 Millionen, hab jetzt 50 Millionen. Deko. Ich hab 100 Millionen. Echt? Oh, das hat die richtige Antwort ist 33 Millionen. Damit fuck. Einen Punkt für Marbossa. Alter, das überrascht mich aber, Alter. Es ist fucking Marbossa! Dieser Lachsnacken, Alter. Dieser Schwanzkopf. Ach ja. Aber ich verstehe nicht, warum du die Zahl halbiert hast, weil eigentlich, wenn sie nur eingeloggt sind und ja, das nicht ich spielen müssen, dann müssen es eigentlich mehr sein. Deswegen,
Ich hab mich selber ausgedribbelt. Marvin hat einfach selber sein Gehirn irgendwie ausgedribbelt und hat damit einfach aus Versehen gewonnen, ey. Wild, Digga. Sehr wild, ey. Ja, miese Scheiße. Dieses ersten Teils blicken wir jetzt kurz zurück auf einige schöne Momente aus 10 Jahren so koeffizient. Oh, wir brauchen Ton dann, ne? Warte mal. Nein, das ist kein okay. Sound. Oh, Digga, man muss richtig verfolgen. Digga, ich kann nichts sehen, ey. Ja, das T-Shirt, hab, Digga. Weil die sind hübsch, die beiden Jungs. Hab ich schon mal gesehen, sexy irgendwo. Boy. Ja. Willkommen. Zurück zum Wesentlichen. Wildcard-Frage 6. Der Real Nook 1 möchte wissen, welches Video hat die meisten Aufrufe auf dem Main-Channel? A. XXL 2 Stunden Fehlschläge GTA 5. B. XXXL pure Loser-Zerstörung. C. Monkey Marvin Song bei K96. Oder D. Kuruma vs. Minigun, alle auf Mabasa. Ich weiß es. Ich auch. Ich kann sogar sagen, wie viele Aufrufe ungefähr. Hau ich glaub, da raus. Es waren 1,6 oder 1,3 waren es. Also ich sage C, es ist Monkey Marvin Song und hat ungefähr 1,6 Millionen Aufrufe oder 1,3. Sehr geil. Und ich glaube, XXL 2 Stunden Fehlschläge ist Platz 2. Das kann sehr gut sein, ja. Dafür gibt es keine extra Punkte. So. Warum nicht? Schönes Ding. Das freut mich, weil jetzt müssen ja ein paar Punkte rein. Ja, wie viele Klicks hatten das jetzt? Ja, das interessiert niemanden. Hä, du Frage 7. Jetzt 1, irgendwas Millionen auf jeden Fall. Ja. Es ging nur darum, welches es ist. Der Collar 555 hat scheinbar einen interessanten Fetisch. Er möchte wissen, wie viel Sperma produziert das Tier mit den größten Hoden? Ja, Alter! Hä, aber auf einen Tag gesehen oder auf sein ganzes Leben? Oder? Wenn es einmal abgisst. Messen wir es in Gramm oder Milliliter? Oder? Das musst du rausfinden, was du glaubst, wie viel das sein können, wenn du alle Tiere bedenkst, die abgeschissen können. Mit den größten Hoden. Der ist bestimmt wie so ein Blauwal oder irgendwie sowas, ey. Okay, dann ich sage... Ja. Ich habe 5 Liter. Deko? Ich habe 600 Milliliter. Was, ach, so wenig? Scheiße, Digga, die wissen ja gar nichts über Tiere, Alter. Was ist los mit euch? Die Antwort ist, bist du 20 Liter. Das heißt, Mabossa liegt richtig. Nein, 5 für Mabossa. Scheiße, ey. Und das ist nicht mal das höchste Tier, Deko hat schon gesagt, der Blauwal, der spritzt 100 Liter, bis zu 100 Liter ab. Was? Ja, es ging hier ja nur um das Tier mit den größten Hoden und der Blauwal hat nicht die größten Hoden. Digga, deswegen kommen wir auch Hauptsache Andy hat sich dieses Zeitwissen einfach so random mit draufgepackt noch. Die Bonusfrage ist, wie schwer ist der größte Hoden, sagt des Tierreichs denn? Der gehört nämlich dem, wie ihr hier links seht, südlichen, dem männlichen Südkaper, auch einem Wal, aber kein Blauwal. Digga, noch nie gehört, ey. Okay, wie messen wir jetzt seinen Hoden? Wie viel Kilogramm? Ich hab's nicht gesehen. Der größte Hodensack, es ist kein wirklicher Hodensack, der ist innen liegend, nicht außen liegend. Wie viel? Genau, 20 Liter war die, bis zu 20 Liter war die Antwort auf die vorige Frage und die Bonusfrage dazu ist. Kann man das so 1:1 hochrechnen ungefähr, wenn ich mir jetzt überlege, wie viel ich abjisse und meine Hoden sind ungefähr 2 Gramm oder irgendwie sowas, dann rechne ich hoch auf 20 Liter. Ich weiß nicht, ob deine Hoden wirklich nur 2 Gramm wiegen, Bruder, aber. Ja, ich weiß, ich habe meine Hoden noch nie gemessen. Muss reden ich sagen. Wir, also, hast du so zwei kleine Erdnüsse da unten hängen oder was? Also da steht ja nur, wie schwer ist der Hodensack. Das heißt, man hat die Haut weggerissen und den Hoden weg, die Balls weggerissen und man will nur den Hodensack haben. Nein, ne? Nein, es gibt keinen Hodensack, das ist innenliegend. Das ist nicht wie bei Menschen außenliegend. Das ist innenliegend im Körper, deswegen gibt es eigentlich keinen Hodensack, sondern nur den Hoden. Ich habe Hodensack geschrieben, weil, keine Ahnung, fand ich cooler. Also du willst es in Tonnen oder in Kilogramm wissen? Ich möchte es in Kilogramm wissen. Okay. 3 Tonnen, Digga, so, was soll ich denn so hier schreiben sind so jetzt? Kleine, zwei kleine Autos. Beide Hoden schon, ja? Nicht nur einer? Ja, beides. Oder haben also einen? Komplett zusammen. Beide komplett zusammen, genau. Okay. Boah. Alter, das ist gerade richtig schwer, aber ey. Digga, scheiße. Ich weiß nicht. Das ist eine Schätzfrage, von daher einer wird auf jeden Fall richtig liegen. Ja, ich habe den letzten Schätzfragen aber auf die Fresse bekommen, Alter. Ja. Okay, ja, ich habe mich auch schon. Sag das. 85 Kilo habe ich. Ego? Nico? 500? 500 Kilo? Ja. Oder was? Ja, das kann Antwort auch sein, das kann auch sein, natürlich. 1000 Kilo. Nein! Ja! Digga, seine Hoden wiegen eiskalt eine Tonne, Alter! Ja, Mann. Digga. Alter! Alter, was ein Macher, ey! Ja. So sieht's aus, Digga. Digga, das ist dieses Alpha-Mindset, ey. Digga. Ja, Mann.
So. Ja, ey, die Hauptsache von so einem Walfischhoden-Braten kannst du irgendwie so ein ganzes Dorf dort kriegen, ey. Ja, das könnte man sagen. Davon wird Deko die Nacht träumen, Alter, der ist schon richtig gierig, ey. Ihr werdet mich ja beim Träumen beobachten können, ne? Könnt ihr ja sehen, was ich dann so mache. Alter, Scheiße. Hier, kommen. Mal wieder zurück zu einem High-Class-Titel aus eurem Portfolio, Rainbow Six Siege. Ja, Digga, denn Meister. MC Mabossa will ja was übers Gamen wissen. Oder er möchte ja sein Wissen präsentieren, um besser zu sein. Die Frage 8 ist, was war das bislang höchste Preisgeld bzw. der Preispool bei einem R6 Major Turnier? Keine Ahnung. A. 2,4 Millionen Dollar. B. 2,55 Millionen Dollar. C. 2,75 Millionen Dollar. Ja. Oder D. 3 Millionen Dollar. Ja, lass hättest mich raten, E. 2,278 Millionen Dollar. Hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte, also wäre das eine Schätzfrage, hätte ich gesagt so 1,2 Millionen. Zum Glück, dass es keine Schätzfrage war. Ich habe mich schon festgelegt. Oh, also ich habe keine Ahnung, dann Na, Bossa? Dann sage ich, warte mal, das, das oder das, ne? Ich sage A. Ich hatte gedacht A oder D, weil Deko? Weil ja, du schummelst, ich habe auch A gesagt. Das ist auch A, weil das sind ich so meine, ich meine, ich habe aus unserem unserer Bachelorarbeit das noch im Kopf. Oh, okay, das war ja dein Fall, 4 Millionen gab. Und Marvin ist sich auf jeden Fall sicher. Gut, du bleibst jetzt bei A oder hast du... Nee, ich hab mich für anschieden, weil A, glaube ich, noch nicht dran war. Deswegen habe ich A gewählt. Ach so, du denkst, du kannst mich so austricksen, du Trottel, ja. Ne? Die Antwort ist D. Scheiße! Okay, wenigstens haben wir beide keinen Punkt bekommen. Dieses Jahr müsste es gewesen, also 2023 und ich glaube 2020 oder 2016 gab es das auch schon mal. Ich glaube 2020. Ah, scheiße, Alter, ja. Ich habe mir richtig meine Hand gerade gebrochen. Weil wieder, Price Pool, das ist ja nicht nur das, was der Haupt die Größe bekommt, sondern ja, das, ja, was... Ja, ich weiß, ne? Was Price Pool ist. Ja, anscheinend nicht. So. Die nächste also Frage, die Frage hier. Ist auch, dreht sich auch um R6 bzw. ums Gaming. Alter. Wie viele verschiedene Waffen gibt es in R6 aktuell? Wir reden hier nicht von den Gadgets, sondern nur von den, ne, so Pistole, Pumpgun. Also ist das eine Schätzfrage oder gibt's Antworten? Das ist eine Schätzfrage. Scheiße. Alter. Das ist eine Main-Waffe und Secondary quasi, ne? Also. Wie viele verschiedene gibt's? Boah, ich muss echt... Main und Secondary, also so Granaten gehören nicht dazu. Nein, genau, keine Gadgets, sondern wirklich nur... Also Feuerwaffen. Ne, genau, Maschinenpistole oder Pumpgun oder was du jetzt was du da hast, ne? Für sowohl Operator, also sowohl die Angreifer als auch die Verteidiger. Nein. Als ob das eine jetzt einen Unterschied machen würde. Ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Antwort hat mich persönlich auch erstaunt. Ah, fuck, ey, ich hab gesagt 89, aber... War, Deko? Ach, ich hab 75. Ey. Die Antwort ist... Scheiße, Alter, diese verfickten Scheißfragen, Mann! Fuck, yeah, fuck, yeah! Digga, unverdienter Alter. Geht's nicht, ey. Geil, ey. Hat sich das Kugeln doch noch gelohnt gerade, ey. Ja, mieser kleiner Ziegenmann, Alter. Und ich hätte so gesagt, so, okay, ich schätze einfach mal ungefähr so viele, wie es Operator gibt. Weil ja manche auch doppelt haben und so. Ja, aber es gibt auch mehr. Gibt's nicht schon über 100 Operator? Nee, es sind, ich glaube, 80 oder irgendwie sowas gerade. Hab ich ja voll falsch gerechnet, Digga. Zum Glück, ey. Okay. Dass du einfach mit Failen immer richtig liegst dann. Wir kommen nun Abschluss dieser spannenden und nervenaufreibenden ersten Hälfte des diesjährigen Nerdquiz und besinnen uns auf die guten alten Zeiten zurück. Es ist Oktober 2002. Ihr seid gerade von der Schule nach Hause gekommen. Vielleicht nicht für alle Muchachos, die zugucken hier, und, aber ihr beide auf jeden Fall. Ranzen in die Ecke geklatscht und ab vor die Glotze. RTL 2, was lief? Genau, Kickers, Dragon Ball Z, One Piece. Es war eine geile Zeit. Und daher fragt euch auch AP mit Kev in dieser Wildcard-Frage folgendes. Welche Körbchengröße hat Bulma? Oh! Ehrlich? Also müssen wir jetzt nur den Buchstaben sagen oder auch noch die Zahl dazu? A. 75 okay, B. Okay. B. 85 B. B. Doppel D. Oder D. 65 A. Ich habe eine Antwort. Aber warte mal, Bulma. Bulma hatte, glaube ich, jetzt nicht die krassesten Dinger. Aber das, ich bleib mir treu. Ich bleib warte, mir sag noch nicht. Erstmal warten, ob Deko jetzt schon warte mal. Ich hab schon, ja. Ist. Ich hab schon gezeigt. Also, ich zeig jetzt auch. Ich will noch mal kurz was dazu sagen. Ich dachte, es wäre eine Schätzfrage, da hätte ich Doppel-D gesagt. Aber bisher hatten wir noch nicht A, deswegen nehme ich A 75C. Deko? Ich bin froh, dass Marvin anscheinend nicht genau weiß, wie man BH-Größen berechnet. Ich sage B. Die Antwort ist, und das, so, da muss ich, da muss, die Antwort ist, da musste ich ziemlich suchen, bis ich eine Seite gefunden habe, die in so einem Wiki-Fandom-Bla-mäßig war, die halt, ohne dass es jetzt auf sexuelle Dings ging, einfach gesagt hat, was irgendwo mal in irgendeinem Manga oder sonst wo stand, wo bitte, jemand das dazu geschrieben bitte, hat. Und das ist. Punkt. Nein! 75C.
C. Digga! Ach, scheiße, Alter. Ey, ich hätte... Fick in mein Gesicht, ey. Ja. Scheiße, bin ich gut, ey. So, scheiße, womit kommen wir zur Halbzeit? Gut, dass ich vorhin noch so geflext habe. Marvin weiß nicht, ob die Halbzeit berechnet. Zweite Halbzeit. Die Halbzeit, die zweite Runde gibt es dann am Montag, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, danke, Tobias Loris. Alter. Danke, danke. Und ja, hatte sehr viel Spaß gemacht. Regie? Deko 4, Mabossa 5. Hä? Nee, warte. Ich habe bei 2, bei 3, bei 4, bei 6 und mitgezählt. Bei 8 Punkte. Bestimmt haben Leute mitgezählt, oder? Genau, 5-6 für Marvin. Wieso hätte ich hier nicht einfach interveniert, dann hätten wir 4 Punkte gegeben, die miesen Schwanzgrabscher, ey. Aber ich habe einen Punkt mehr, das ist das, was. Aber das ist so ein Punkt mehr, das hatte ich auf jeden Fall noch im Kopf. Wollte mich einfach abziehen hier, ey. Judy! Geil, Alter! Dankeschön, Engos, erstmal für den ersten Part. Sehr gerne. Es wird, wie gesagt, auch wieder den Höllencocktail geben. Wir waren schon ordentlich am Einkaufen.